Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Voxel Tycoon. Ja, in der letzten Folge haben wir hier diesen riesigen Bahnhof gebaut, der mittlerweile schon als Durchfahrtsstrecke verwendet wird. Hier sieht man schon, hier fährt der erste schon durch und nutzt das Eiskalt als Durchfahrtsstrecke. Ich kann es ja kaum glauben, ne? Aber vor allem, er fährt wieder zurück. Was ergibt das für Sinn? Warum fährt man so anstatt gerade? Der Nächste, der es so macht. Sie werden ihren Grund haben. Wir werden aber in dieser Folge die Vorbereitungen treffen für die Produktion hier. Wir haben hinten jetzt halt Stahl produziert hier, ne? Hier haben wir eine Eisenerzproduktion bzw. eine Stahlproduktion. Wenn wir hier ist Eisen und irgendwo tut auch Stahl ausgeben. Hier. Warum kommt da nichts raus? Ah, ich habe... Ich habe Kohle abgeschnitten. Sag mir das doch einer. Gerade echt ungut, weißt du das? Oder wir machen es anders. Wir bauen anstatt... Ja, Tunnel abreißen. Hier auch abreißen. Wir bauen einen Tunnel. Und nochmal einen Tunnel. Hier anschließt, dann drehen wir das Ganze mal um. Dann sollten wir hoffentlich die Kohle verteilen können. Startet die Produktion. Jetzt wird erstmal der Kohle durchgeschossen, du. Und endlich jetzt. Oh, es steigt wieder. Jetzt weiß ich, warum es da nicht funktioniert hat. Das an. Auf jeden Fall, wir tun hier im Grunde Stahl produzieren und Eisen. Beides müssen wir mit einem Zug immer wieder auch zu unserer Station bringen, rein theoretisch. Haben wir noch irgendwo überhaupt eine Forschungsstation? Ich weiß es gar nicht. Ich würde aber eine Forschungsstation einfach hier hinsetzen, weil wir hier werden wir eh alles in Bomberet. Eine Forschungsstation kommt grundsätzlich schon mal hier hin. Wenn wir jetzt hier mal in die Forschung gehen, haben wir hier Kupferverhütung. Dafür brauchen wir Kupfer zum Beispiel. Hier brauchen wir Sand für Stein, für Straßen. Brauchen wir auch Stein für. Hier brauchen wir Eisen und Kupferkabel. Hier brauchen wir Stahlbahn für zum Beispiel. Und danach kommt Elektroproduktion. Schaltkreise, Vakuumröhren. Den Glasscheiben, okay. Es gibt ein, zwei Sachen, die wir rein theoretisch da drüben bauen können. Und das setzen wir währenddessen einfach mal hier hin. Und der soll hier die simple Forschung starten. Nicht Zugriff darauf. Logistik. Aber warte mal, es war. So, jetzt hat. Jetzt hat aber, jetzt fängt an. Jetzt nutzt der ein bisschen unseren Stahl, um hier Forschung zu betreiben, das ist doch schon mal perfekt. Lustigerweise zieht nur der erste richtig an. Habe ich noch mittlerweile. Ist hier die Stahlproduktion mit eigentlich gestorben oder lebt die noch? Wir hatten mal hier eine Stahlproduktion, kann das sein?
Fuck, ich habe meine Stahlproduktion hier verloren. Wo fährt der denn? Der fährt nochmal von hier nach. Fahr du mal wieder ins Depot zurück, du wirst gerade nicht gebraucht, mein Freund. Wir haben leider eine Produktion verpasst. Aber wir haben trotzdem genug, was hier noch rausgeholt wird. Hier wird ordentlich noch produziert. Jetzt da wird eh Stahl um Stahl gebraucht, wahrscheinlich am Ende. So. Hier drüben können wir erstmal die ersten Lagerhäuser bauen. Immerhin kommen hier große Lagerhäuser hin. Wir können jetzt hier zum Beispiel Holz roh lagern. Aber das hätte ich auch anders platzieren können. Ich schlau wie Schlumpf. So. Lagerhäuser. So. Du, das ist jetzt ein Holz. Dann wird das hier mal zu Ei, Stahl. Das hier wird zu. Was war das jetzt? Eisen, glaube ich. Können wir noch das ganze andere Zeug lagern. Perfekt, großes Lagerhaus. Das wird halt auch so der Umschlagplatz Nummer 1 dann, ne? Das wird noch was. Bedeutet rein theoretisch soll dann hier auch Abfahrten sein und das ganze alles verbraucht werden können. Nach meinem Plan. Hier sind eh die massenweise Züge unterwegs. Oh, warte mal, der kann nicht mehr genug produzieren, oder was? Wir haben nicht mehr genug auf Lager. Autsch. Fuck. Okay. Kann ich hier noch ein... Hier kann ich noch Eisenminen hinstellen. Hier zum Beispiel nicht mehr. Okay, jetzt haben wir hier zum Beispiel noch zwei, die stehen. Jetzt können die auch wieder lagern, wenn wir hier eh genug haben, rein theoretisch. Und so der halt sich bumm voll machen und da werden wahrscheinlich die zwei Lager auch leer werden. Nee, oder? Lol, nee. Okay. Logistikbahnhof. An dieses Gebäude ausgeben. Nope. Genauso wenig du an dieses Gebäude ausgeben. Nope. Dann sollten die sich relativ gut hoffentlich füllen können. Du auch an dem Bahnhof nichts ausgeben. Ah, das hat eh schon. Okay. Versuchen sich gerade zu füllen, aber es funktioniert halt nicht. Allein schon durch die Forschung wahrscheinlich wird viel verbraucht. Deswegen ist der Eisenverbrauch auch höher jetzt. Wir haben einen dezent hohen Verbrauch mittlerweile. Oh, das hat keine Anbindung, kann das sein? Oh lol, das hat keine Anbindung nach vorne, deswegen kann ich rein theoretisch, jetzt ist mal so, das interessiert mich jetzt einfach just, wenn ich hier den Verbinder hinsetze. Und hier den Verbinder hinsetze, so. Okay, fuck it, das muss anders sein. Und ich sage so. Wandle ich das hier um. Geht es dann hier ins Lager rein? Ich weiß es nicht. Nee, geht's nicht. Schade.
Aber dann machen wir es ganz simpel. Dann machen wir hier noch ein großes Lagerhaus dazwischen. Ist voll bescheuert, aber bessere Idee als sowas habe ich sonst nicht. Und dann machen wir hier schwuppda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 d
So brauchen wir das. Die fahren hier ihre Kohle und alles. Das Zeug hält auch ewig. Eisen- und Stahlproduktion geht gut voran. Das Problem ist, wenn hier ein blödes Timing ist, dann bist du richtig am Arsch. Kann ich nicht einfach hier sagen, zum Beispiel, ich mache so ein Vorsignal hin. Sagt er lustigerweise rot. So. Das stört mich ehrlich gesagt so ein bisschen hier. Was ist, wenn ich die Schiene ein bisschen raussetze? Das könnte was für ein Terraforming. Das würde sozusagen hier raussetzen. Und dann können wir die Kurven mit Signalen versetzen. Das wäre vielleicht was. Ich warte gerade auf positive Zahlen wieder diesen Monat. Ich habe mich irgendwie so ganz leicht in Minus versetzt, habe ich das Gefühl. Obwohl, letzten Monat haben wir auch wieder Plus gemacht. Da habe ich auch viel gleich. Die Forschung kostet gerade viel. Gebäudebau habe ich wieder viel hinzugefügt. Aber jetzt geht es wieder positiv. So wollen wir das. Also wie gesagt, man könnte rein theoretisch wirklich sagen, man tut die Schiene gerade laufen lassen. Und dann hier hinten wieder erst reinfahren lassen. Wir können ja schon mal die ersten Schienenteile legen, um diesen Plan zu erfüllen. Dann würde sich hier ein komplettes Schienenteil löschen. Das ist brutal. Wir haben nun einen kompletten Tunnel weniger. Wir brauchen hier Signale. Schon, es geht immer noch nicht. So. Oder natürlich müssen noch ein, zwei da raus. Ja, da müssen wir halt weiter schauen. Aber Leute, das machen wir in den nächsten Folgen. Ich hoffe, es hat gefallen. What the fuck? Jetzt hat sie so richtig gestaunt. Warum wolltest du denn dahin? Was habt ihr gemacht? Dreh du nochmal bitte um. Jetzt hat. Dankeschön. Ah, okay. Aber dann bis zur nächsten Folge, Leute. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.